Heute in CT Uplink zurück in die Zukunft, festgenagelte Zertifikate und gehackte M-Tanz. CT Uplink. Jo, herzlichen Glückwunsch, würde ich schon sagen. Herzlich willkommen hier bei CT Uplink, dem wahrscheinlich nerdigsten Videopodcast des Universums. Mein Name ist Jan-Kino Janssen, ich mache hier vor allem Virtual Reality und heute sind dabei... Ich bin Jan Bühler, ich bin Praktikant im Ressort Software Medien und bin Student an der Hochschule Hannover im Bereich Informationsmanagement. Schön. Jürgen Schmidt. Ich beschäftige mich mit Sicherheit, also allem, was man irgendwie hacken kann und nebenbei mit Netzwerken, Open Source und anderen spannenden Themen. Und du? Ja, ich bin Urs Mansmann und ich arbeite im Ressort Internet. Ich beschäftige mich mit Internetdiensten, Zugängen und so weiter. Wunderbar, schön, schön. Ja, aber fangen wir gleich mal mit dem, sagen wir mal, gehyptesten Thema an, weil man ja eigentlich das Internet nicht benutzen konnte in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Tagen, ohne dass einem das Thema zurück in die Zukunft begegnet wäre. Wir haben gerade schon im Vorfeld darüber geredet, Jürgen hat schon gesagt, oh, wie nervig oder so. Ich fand es auch fast schon ein bisschen too much, aber da wir jetzt mit Jan gerade jemanden hier haben, der wirklich ein Experte ist auf dem Gebiet, dachten wir, ist irgendwie ganz lustig, ihn mal einzuladen, um mal wirklich die heißen Informationen über die Filme zu holen. Wie kommt das eigentlich? Seit wann bist du, würdest du sagen, beschäftigst du dich damit? Also, das hat alles meiner Vorliebe zu Science-Fiction-Filmen angefangen. Es ist, seit ich 11 bin, ging das so. Das hat auch tatsächlich mit der Trilogie begonnen, obwohl ich eigentlich mehr Star-Wars-Fan bin, aber mit Zurück in die Zukunft hat das irgendwie angefangen. Und seitdem gucke ich die Filme eigentlich regelmäßig. Also ich kann es schon gar nicht mehr erzählen. Oft natürlich auch nicht, aber ich habe es bestimmt schon über 20 Mal gesehen oder noch krass. Mehr. Ich hätte jetzt gesagt, mit 11, okay, das kann ich noch verstehen, aber was macht dich da jetzt noch an? Das Faszinierende an der Reihe ist eigentlich, dass sie super gut gealtert ist, wie ich finde. Das muss ich auch sagen. Ja. Ja, also ich habe mir auch alle Folgen nochmal angeguckt, nur als Vorbereitung natürlich. Aber das muss ich auch sagen, die sind gut gealtert. Sehr gut gealtert, ja. Und es soll bei dem gerade aktuellen Trend der Fortsetzung und Reboots und so, soll es tatsächlich von der Reihe, wenn es jetzt um den Regisseur Robert Zemeckis geht, gar keine neue aufgesetzte Version geben. Und ich finde, das macht das so ein bisschen besonders. Und die Magie ist immer noch drin von der Reihe. Und das Tolle ist, die Filme sind mit so einer Detailverliebtheit gedreht worden, dass man beim mehrmaligen Gucken immer wieder neue Sachen entdeckt. Stimmt. Und ich muss auch sagen, irgendwie geht, also vor allem vom ersten Teil, geht so eine seltsame Faszination aus. Ich habe den Film sicher auch schon 10-mal gesehen, also nicht so oft wie du, nicht so regelmäßig, aber ich finde den auch wahnsinnig toll und kann aber nicht genau sagen, warum, sondern es ist einfach ein toll gemachter Film. Und unser Kollege, ich glaube, das darf ich sagen, Gerald, unser Kollege Gerald Himmelein hat mir erzählt, dass er den Film über, was hat er gesagt, 15 Mal, glaube ich, im Kino gesehen hat, stimmt, und irgendwann aufgehört hat zu zählen. Und im Kino, ne, das ist ja schon... Also irgendwas hat das was für uns Nerds. Okay. Also irgendwas, bist du nicht so ein richtiger... Du findest den nur so okay, den Film, oder? Ich fand den mal ganz okay, aber mich hat er nie irgendwie gerissen. Ah, okay. Und du so? Ich fand den immer total spannend. Ich fand den gut gemacht und mitreißend und originell vor allem. Genau, irgendwie schon, ne? Irgendwie war der originell, finde ich auch. Das Besondere, was ich auch noch finde, ich meine, das ist ja so die Zeitreisethematik, ist ja gar nicht neu gewesen damals. Vorher gab es halt Filme, die diese Thematik behandelt haben, wie zum Beispiel Terminator, wo man halt immer so düstere Zukunftsszenarien, also Dystopien gesehen hat. Aber ich finde halt Filmemachern ist es halt gelungen, diese Thematik eben in eine Science-Fiction-Familienkomödie, würde ich fast schon sagen, zu packen. Würdest du denn sagen, dass Back to the Future richtig klassisch ist? Also ich hätte das jetzt gar nicht in Science-Fiction verortet, sondern in dem Genre. Ich hätte jetzt gesagt, Back to the Future ist eine Blockbuster-Komödie. Ja, doch, das könnte man eigentlich auch so sagen. Ein Blockbuster-Abenteuer auf jeden Fall. Komödie. So. Genau, ja. Es ist so echt so wirklich für die ganze Familie gedacht. Jo. Und das war halt damals irgendwie so was Neues, was Faszinierendes, was Lustiges auch. Und das ist echt, Und, hat einen Reiz. Was ja auch irgendwie charmant ist, muss man sagen, du hast gerade schon Star Wars angedeutet. Mhm.
Bei Star Wars hat man ja wirklich das Gefühl, dass das wirklich gepresst, ausgepresst und ausgequetscht wird, bis da der letzte Dollar rausgekommen ist mit Figuren so und mit McDonald's, keine Ahnung, Junior-Tüte, keine Ahnung. Und bei Back to the Future, da gab es diese drei Teile, die ja, glaube ich, auch an der Kinokasse sehr erfolgreich gewesen sind. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich, mhm. Und es wurde einfach nicht weitergemacht. Und du hast ja auch gerade, wir hatten gerade im Vorfeld schon drüber geredet, das wusste ich gar nicht. Das war ja auch von Anfang an nur als ein Teil eigentlich geplant. Ne? Das ist richtig, genau. Das war wirklich als ein Film nur geplant. Man merkt das auch beim Schauen. Also ich finde, wenn ich den Film gucke, den ersten Teil, der wirkt sehr final, also sehr abgeschlossen auch am Ende. Also so auch mit Happy End und so. Und man sieht dann am Ende des ersten Teils, dass Marty von Doc Brown wieder abgeholt wird und sagen, er muss auf eine neue Mission mit in die Zukunft. Und dann genau, endet. Das genau. Ist halt krass. Das ist da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Exakt. Und da denkt man, ja, das ist klar, ganz klar, so ein Cliffhanger zum zweiten Teil. Genau. Aber das ist ja gar nicht so. Eigentlich. Allerdings wurde das nachgeschoben, dieser Cliffhanger. Der ist so, damals im Kino war der erstmal komplett so fertig. Ja, und aufgrund des Erfolgs haben sie einfach noch zweiten und dritten Teil nachgeschoben, die auch, wie ich finde, auch sehr, sehr gelungen sind. Ach so, aber es wurde nicht der, also das klang jetzt so, als wenn dieses Ende mit dem, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen, dass das erst in der Video-TV-Fassung angeklebt worden ist, aber das stimmt, das war jetzt nicht das so. Das kam dann auf, ich glaube auf VHS begann das. Also ich kenne nur diese Fassung. Aber es gibt ein Ende, wo dieses wir gehen jetzt in die Zukunft sozusagen, wo das nicht drin ist. Richtig, oder so. Genau. Die Original-Kinofassung. Nach meinen Recherchen war das nur im Kino zu sehen damals. Ah ja, okay. Also die Kinofassung, die ist richtig final. Und genau. Diese Video- und TV-Fassung, die wir jetzt wahrscheinlich alle kennen, richtig. Die ist ja sehr, die spielt ja schon sehr stark auf den zweiten genau. Teil an. Es kam am Ende des ersten Teils, gab es diesen kleinen Einwand to be continued. Mhm. Das war eigentlich erst so ein Gag. Das war so ein kleiner Scherz, den sie sich erlaubt hatten. Mhm. Das sollte eigentlich keine Fortsetzung geben. Ah, okay. Genau. Interessant. Und der Film ist ja, um nochmal kurz für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben, zu erklären, warum da jetzt gerade so ein Gewese drum gemacht wird, ist, dass der, ich glaube, der 20. Oktober, der 21. 21. sorry, dass das eben der Tag ist, an den Doc Brown und Marty im zweiten Teil hinreisen. Richtig, genau. Hm? Das ist ja dieses, ja, wie gesagt, so ein Art Jubiläum, möchte man ja fast sagen, oder halt eben so ein Datum, auf das die Fans damals, der zweite Teil ist 89, also 26 Jahre, war ich richtig zu rechnen, genau. Lang drauf gewartet haben, wie wohl diese Zeit aussieht. Und es kam, war immer wieder auf Facebook, waren so Hoaxes zu sehen, richtig. Mit so Fotomontagen von diesem, wie heißt das eigentlich, dieses Einstellboard im DeLorean, wo die Zeit eingestellt diese worden ist? Die Zeitschaltuhr, meine ich, ist es. Genau. Ah ja, okay. Ja. Und dann haben dann immer Leute gesagt, nein, 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 das ist noch nicht so weit, sondern erst 2015 und jetzt. Ich denke mal, dass das auch mit dem Hype zu tun hat, dass es immer wieder diese, habt ihr auch gesehen, ne, dass immer so alle, jedes Jahr hat jemand so eine Fotomontage gepostet von diesem Board. Heute ist der Tag, an dem Zug in die Zukunft gefahren worden ist. Da haben immer so Schlauschnacker drunter geschrieben, nein, das ist eine Fotomontage. Es ist erst am 21. Oktober 2015 soweit. Und es war ja nun soweit. Aber richtig. Die Realität war ja nun ein bisschen, ist ja nun leider anders. Also ja. Wir haben keine Hoverboards oder Hoverboards. Schon gar keine fliegenden Autos. Wir haben auch keine Röhrenfernseher mehr, was ich auch lustig finde. In allen Zukunftsszenarien ist alles total futuristisch, aber es gibt immer noch Röhrendisplays überall. Also dass die irgendwann flach sind, das kann man sich nicht so genau vorstellen. Das war echt so ein bisschen bizarr. Auch keine Roboter-Kellner. Aber witzig fand ich, dass ja Doc Brown irgendwie in dem zweiten Teil aus dem Auto aussteigt und es regnet draußen, er guckt auf seine Smartwatch und sagt, 2 Minuten hört es auf zu regnen und zack, hört es wirklich auf zu regnen. Sofort. Und das ist ja wirklich sehr authentisch, das gibt's ja. Echt? Wettervorhersagen auf die Minute genau? Ich weiß nicht, in welchem Bild. Nee, es gibt jetzt AccuWeather und die haben zumindest so ein, soweit ich weiß, auf der Smartwatch kannst du wirklich auch genau sehen. Okay, mit einem Regenradar oder sowas kann man schon einigermaßen. Das ist eigentlich ganz gut und da hast präzise. Du auch so eine Skala, dass du sagst, so in 3 Minuten. Aber zumindest geht das schon in die Richtung. Was waren denn noch so Sachen, die richtig vorausgesehen haben? Das Thema Datenbrillen, da bist du ja. Stimmt, ja. Besondere Experte für, beziehungsweise VR-Brillen. Man sieht in einer Sequenz, wie die Tochter von Marty in der Zukunft am Essenstisch sitzt und sie hat eine
Datenbrille auf. Man weiß es nicht genau, aber es war vermutlich eine VR-Brille, weil sie hatte Videospiele gespielt, unter anderem aber auch noch einen Anruf angenommen. Und da lagen, wie ich fand, ne, das schon lange ja schon sehr genau die Filme macht, obwohl das natürlich jetzt noch ne, für Endkunden noch gar nicht erhältlich klar, ist. Aber der Trend, ich auch, ja. Der Trend geht absolut in diese Richtung. Genau, und sonst noch irgendwas gut richtig vorausgesagt? Fällt dir noch was ein? Noch gut richtig vorausgesagt? Ja, also eher was nicht richtig gut vorausgesagt war, muss ich auch noch sagen, ganz, also mir fällt jetzt gerade kein Thema ein, was es noch so richtig gepasst hätte. Aber was so ziemlich bizarr war, sie haben noch Faxgeräte benutzt zur Kommunikation, ah, ja, unter anderem. Genau, stimmt. Das fand ich eine ziemlich bizarre Szene, also als Marty seine Kündigung per Fax bekommt. Stimmt. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Fax ja immer noch rechtsgültig ist als zum Beispiel genau. Als ne, Kündigung oder so. Dass, naja, und das ist im ersten Teil, glaube ich, mit dem Fax, ne? Oder? Oder ist das im zweiten Teil? Nee, das ist im zweiten Teil. Das ist wirklich in der Zukunft. Er bekommt, ich glaube, dass 89 Fax noch, ich glaube, es war noch relativ modern, oder? 1990. Modern und nur gut ausgestattete Büros hatten einen Fax. Das war nämlich teuer. Also damit hatte das, glaube ich, auch zu tun, dass das so richtig, da hat man gar nicht drüber nachgedacht, dass Fax mal altmodisch sein kann. Sondern hat man das als sehr modern empfunden. Du hast auch für Heise Online, fällt mir gerade ein, so eine Bilderstrecke und so einen Artikel richtig, gemacht. Genau. Ich glaube, den können wir da mal einblenden für die Leute, die uns nicht hören, sondern auch sehen. Da hast du, glaube ich, ja genau, da hast du so ein paar auch von diesen Zukunftsvorhersagen sozusagen gescreenshottet, genau. Ich muss auch sagen, dass der zweite Teil, also der Anfang, also das ist ja eine ganz berühmte Szene, da wo er da in diese Kneipe reinkommt, Videospiel mit diesen Robotern und vor allem diese Hoverboard-Verfolgungsjagd. Fantastische Szene, fand ich. Also die bleibt einem so am meisten im Gedächtnis, dass das Hoverboard, ja tatsächlich ist es so, es gibt erstmal so in der Form gar keins. Allerdings ist es doch Herstellern gelungen, zumindest in die Richtung ging es, ein Hoverboard zu entwickeln. Der Autohersteller Lexus hat es wirklich geschafft, allerdings mit sehr starken Magnetmotoren und der auch wirklich nur auf einem dafür vorgefertigten Untergrund fliegen kann. Und es sind auch nur 4 Zentimeter über dem Boden. Und da machen gerade Profi-Skater, machen dann gerade ziemlich, gab es mal so ein virales Video im Internet, machen da gerade ziemlich Werbung für. Aber man kann es nicht, also ich habe das so in Erinnerung, dass Lexus einfach Journalisten eingeladen hat zu diesem Gelände, da wo dieses Hoverboard gefahren. War so ein Skater. Aber man wird es nicht kaufen können. Nein. Hat nicht, ja genau. So ist das leider nicht, aber zumindest haben sie sich bemüht, das jetzt zeitnah dann irgendwie noch zu entwickeln. Und du arbeitest aber in deiner Freizeit bestimmt schon fleißig bei so einem Ding. Auf jeden Fall. Ja gut. Welches ist denn deine Lieblingsfolge von den drei Teilen? Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich der erste Teil. Ah ja, meine auch, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auf IMDb, auf der Filmdatenbank kriegt es auch, glaube ich, der erste Teil auch die beste Wertung. Genau, richtig, ja. Da ist es einfach so dieses 50er-Jahre-Flair. Er reist ja ins Jahr 1955 und ich liebe diese Zeit, obwohl ich sie nie mitgemacht habe, aber was man halt eben so als Film so kennt. Und auch, es ist die Musik, die ja ziemlich herausgestochen ist, wo als Johnny B. Goode spielt auf diesem Schulball und dieser ganze Look, diese Atmosphäre, das war fantastisch, fand ich. Fand ich auch. Und auch lustig sind halt diese Running Gags, die sich durch alle drei Filme ziehen, ne? Die bei der deutschen Synchronisierung irgendwie nicht so richtig mitgekommen sind. Hast du die Filme synchronisiert oder im Original? Ich habe sie leider nur synchronisiert gesehen, weil ich fand die auch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Findest du? Mir ist aufgefallen, ich kannte die immer nur im Original und zum Beispiel sagt ja Doc Brown, sagt immer Great Scott und das ist so ein, sowas wie... Ach so, ja, das kenne ich zufällig. Was sagt der denn im Deutsch eigentlich? Großer Gott. Ach so, ja, okay. Großer Gott. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass... es geht da ja irgendwie um 1, irgendwas Gigawatt, was man 1.21 Gigawatt. Genau, aber 1.21 Gigawatt, das sagt man nicht auf Deutsch. Das ist, im Englischen sagt man 1.3 und wir im Deutschen sagen 1.3. Ja. Und das ist nicht richtig übersetzt worden. Und irgendwas, ach so genau, und der Tag war nicht richtig übersetzt. Also der 21. Oktober 2015 war ja ein Mittwoch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei uns am Mittwoch, genau. Und ich meine, das stand auch im Englischen, wurde auch Mittwoch gesagt, aber weil es wahrscheinlich Wednesday, lippensynchron,
wurde in der deutschen Version ein anderer Tag gesagt. Ich glaube, es war Dienstag. Und das fällt natürlich so. Das war Dienstag, ja. Fällt natürlich so, so Nerds wie mir sofort auf. Und da ja, waren auch noch andere Sachen, die falsch waren. Andere also, Zeitzone. Naja, guck dir den echt mal auf Englisch an. Ist cool. Ja, werde ich tun. Ein Erlebnis. Also ist irgendwie ein bisschen ernster. Also in der deutschen Synchronisierung habe ich das nur in Szenen gesehen. Fand ich, ist der so ein bisschen alberner, lustiger, was auch nicht schlecht ist, aber kann man machen. Bei mir ist das eben noch das Nostalgische, weil ich als Kind immer nur die Deutsche kannte und dann will ich das immer wieder ein bisschen aufleben lassen, weil ich eben nur diese Synchro habe. Aber klar, auf jeden Fall. Klar, habe ich oft von Leuten. Werde ich nachholen. Mach das mal ruhig, das ist cool. Ja, nee, das war jetzt so unser Ausflug ins lockeres Unterhaltungsgenre. Jetzt kommen wir wieder zu den knallharten CT-Themen. Vorhersage für die Zukunft. Ja. Haben wir nächstes Jahr wieder so einen Tag? Ach so, nee. Ich glaube, es gibt. Also ich meine, wird es nächstes Jahr um die Zeit wieder kommen, haben wir es jetzt geschafft? Nein, weil es der Oktober, 21. Oktober 2015 war das späteste Datum im Universum von des Films, in den gereist worden genau, ist. Genau, richtig, ja. Und der älteste, glaube ich, 1895. Oder der so. Älteste 1895, oh gut, das wusste ich gar nicht. Also das ist so der, okay. Ich habe, weil ich sie gerade jetzt alle geguckt habe, deswegen weiß ich das zufällig. Aber es wird, du wirst jetzt wahrscheinlich, es kann natürlich sein, dass es so wird wie dieser Towel Day von der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dass das jedes Jahr wiederholt wird. Aber ich würde sagen, du wirst verschont von den blöden BTTF-Freaks. So, aber jetzt kommen wir zu unseren harten CT-Themen. Du hast hier einen Artikel geschrieben, wo auf dem Cover steht, Zertifikatspinning verstehen und nutzen, SSL wird sicherer. Ja, genau. Zertifikatspinning ist ja nun was man erklären muss, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was SSL ist. Ja, das ist quasi die Verschlüsselung im Internet. Das ist also das, wie du eine Verbindung im Internet, über die irgendwas geht, zusätzlich noch mit Krypto absichern kannst, sodass du sicher sein kannst, dass am anderen Ende auch tatsächlich die Person oder die Institution, Firma oder was auch immer, mit der du reden möchtest, ist. Und dass eben diese Kommunikation vertraulich ist, dass da niemand mitlesen kann und dass man sie auch nicht verändern kann. Das merkt man immer daran, wenn im Browser oben in der Adresszeile HTTPS steht. Genau, im Web ist das halt HTTPS. Mhm. Und man sieht auch, glaube ich, die meisten Browser, die machen dann auch nochmal so ein grünes Symbol. Das Grün ist dann für eine besonders sichere Variante, Extended Validation nennt sich das mittlerweile, wo die Firmen, die diese Zertifikate ausgeben, die halt deine Identität prüfen, sich dabei besonders viel Mühe geben. Mhm. Mit Identität prüfen, da sind wir auch schon eigentlich beim Aber Thema. Aber lass uns mal ganz kurz SSL erklären. Okay. Also das ist so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, www.keno.de habe oder so, und du auf diese Seite drauf gehst, dann kann es also sein, dass jemand... kann nicht sein, das ist so. Dass dich jemand... Naja, ohne SSL jetzt. Ja, ja. Also es könnte Aber sein, dass jemand... mitliest. Mitliest, genau. Das könnte nicht sein, das ist so. Da lesen Leute mit. Geh davon aus. Okay, sagen wir so. Okay, das ist ja schon mal ja, sehr konkret. Aber es könnte auch sogar sein, dass obwohl du denkst, auf keno.de zu sein, bist du eigentlich auf jürgen.de. Das könnte sein. Ja, oder also ich könnte mich irgendwie als Angreifer im Prinzip durchaus unter Umständen da einklinken und mich als keno.de ausgeben und du sprichst dann eben stattdessen mit meinem Server und der zeigt dir, was er zeigen will. Du lädst die Software runter, die ich dir gebe, nicht die an Keno bereitgestellt hat. Das ist ja und statt Back to the Future siehst du irgendeinen anderen Film, wie zum Beispiel Hitchhiker's Galaxy. Ah ja, okay, ist sehr gut. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und wenn ich das nicht möchte, also wenn ich sozusagen meinen Lesern, meinen Webseitenbesuchern das gute Gefühl geben will, sicher zu sein, kaufe ich mir so ein Zertifikat irgendwo, ne? Und dann, und die überprüfen dann, aha, ja, du bist Keno. Und wenn du dann auf die Webseite gehst, mit HTTPS davor und dann wird halt überprüft, aha, ja, das ist alles wirklich Keno und dann kannst du erstmal, sagen wir mal, sicherer gehen, dass Leute nicht mitlesen und du kannst auch sicher sein, dass du wirklich die Daten von keno.de kriegst. Ja. Das ist eigentlich. So.
eigentlich, es gibt wahrscheinlich immer. Ja, genau darum geht es in diesem Artikel. Ah, ja, okay. In diesem Artikel habe ich jetzt nicht erklärt, was SSL ist, weil das gibt es irgendwie seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren oder sowas. Sondern dieses ganze Konzept hat ein grundsätzliches Problem, nämlich diese Identitätsprüfung. Die beruht darauf, dass bestimmte Zertifikatsherausgeber eben bestätigen, ja, das war tatsächlich Jan Keno und dem geben wir dieses Zertifikat, mit dem du dich ausweisen kannst. Mhm. Und jeder Browser vertraut ungefähr, ich weiß nicht, so 150 bis 200 Zertifizierungsstellen, unter anderem welchen in China, in Peru und Kolumbien und der Iran hat eine und all die können jemandem bestätigen, dass sie Jan Keno sind und der Browser wird das glauben. Es reicht also eine, die kompromittiert ist. Ja, und nicht nur, es muss nicht mal irgendwie die Zertifizierungsstelle selber sein, sondern die haben immer noch so Unterzertifizierungsstellen. Und du kannst getrost davon ausgehen, dass jeder Geheimdienst, der was auf sich hält, so eine eigene Unterzertifizierungsstelle betreibt. Das heißt, der jederzeit die Möglichkeit hat, sich im Zweifelsfall als Jan Keno auszugeben im Internet, mit so einem Zertifikat. Und ja, ansonsten hat dieses Zertifikatsproblem genau diese Achillesferse, dass eben diese Identitätsprüfung nicht so richtig vernünftig ist, weil der Browser zu vielen Zertifizierungsstellen vertraut. Ich verstehe. Also das ist per Default sozusagen. Das ist per Default und das ist also auch nicht irgendwie nur herbeigeredet, sondern es werden auch regelmäßig, vor kurzem hat Google zum Beispiel China dabei erwischt, dass sie auf ihrer Firewall, da hatten sie eben Systeme installiert, die sich mit eigenen Zertifikaten als Google ausgegeben haben, damit also die eben die Google-Mails ihre Untertanen mitlesen konnten. Oh krass, also sozusagen das Ziel und der Zweck von SSL wird damit ja komplett ad absurdum geführt. Und jetzt gibt es eben ein Verfahren, wie man das fixen kann, wie man das also vermeiden kann. Kann man das nicht einfach fixen, indem die Browserhersteller sagen, wir vertrauen jetzt nur noch den und den nicht mehr? Das geht nicht. Wie willst du das machen? Ich meine, erstmal ist das Ganze so vernetzt, du kannst da nicht so ganz einfach jemanden aus diesem aus diesem System rausschmeißen. Außerdem, wenn die Leute in China weiterhin das Internet benutzen wollen und sollen und du willst, dass die Leute deinen Browser dort benutzen können, dann müssen die der chinesischen CA vertrauen. Und Es ist praktisch eigentlich nicht möglich, auf diesem Weg also das Ganze gerade zu machen. Ja, man könnte irgendwelche unabhängigen Zertifizierungsstellen einrichten. Gibt es, aber du kannst. Das Problem ist, du müsstest ja irgendwie dafür sorgen, dass die anderen gar nicht mehr dürfen. Und das funktioniert nicht. Ja, verstehe ich schon. Also du musst bei sowas immer irgendwie rückwärtskompatibel auch bleiben. Mhm. Du kannst nicht irgendwie anfangen, auf einen Schlag irgendwie so einen signifikanten Teil also des Internets irgendwie quasi auszugrenzen. Mhm. Aber jetzt hat jemand. Jetzt gibt gefunden. Es eben ein Konzept, wie man das Ganze besser machen kann und diese Angriffe, wo jemand anders mitliest oder sich so einklingt, nicht unbedingt unmöglich macht, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das auffliegt, dass da jemand irgendwie dran rumschraubt, so hoch wird, dass das für die nicht mehr attraktiv ist. Und zwar, du kannst deinem Server mehr Informationen darüber mitgeben, welches Zertifikat er einsetzt. Bis jetzt war das immer nur irgendwie so diese Unterschrift der Zertifizierungsstelle. Jetzt kann aber dein Server dem Browser sagen, hey, du hast jetzt ein Zertifikat von mir bekommen und wenn du das nächste Mal wieder vorbeikommst, werde ich das gleiche Zertifikat wiederverwenden. Und wenn dann ein anderes Zertifikat kommt, dann läuft da irgendwas schief, dann gib Alarm. Ah, und das ist das Pinning. Das ist das Pinning, genau. Du nagelst das Zertifikat fest. Also es gibt irgendwie eine ganze Reihe von großen Seiten, die sind schon von Haus aus in den Browsern festgenagelt. Also insbesondere Google, aber auch Mozilla bei Firefox und Facebook, Twitter, Dropbox und ein paar andere Seiten, da wissen die Browser schon was über die Zertifikate. Und wenn man sich da so einfach einklingt, dann werden zumindest Firefox und Chrome, das sind die beiden großen Browser, die das unterstützen. Opera kann es auch meines Wissens. Edge ist ja auch ganz neu. Edge und Internet Explorer sind außen vor. Die machen das nicht.
Auf jeden Fall, die wissen schon was über diese Zertifikate. Und wenn dann eben zum Beispiel die chinesische CA ein Zertifikat auf den Namen Google ausstellt, dann wird Chrome Alarm schlagen, weil Chrome weiß, nee, unsere Zertifikate sind immer von, ich weiß gar nicht, Forti oder sowas unterschrieben. Und wenn da auf einmal ein anderes daherkommt, dann gibt der Alarm. Aber das ist ja dann, sagen wir mal, ein ziemlich heftiger Alarm. Es gibt ja auch ständig, als kennt ja jeder Internetbenutzer, diese Alarme von wegen Zertifikat abgelaufen. Mhm. Ja, aber das hat mit das sind eigentlich Fehler, die treten im Normalbetrieb eigentlich nicht auf. Also das sind tatsächlich, wenn so ein Alarm kommt, da ist tatsächlich irgendwas ganz massiv schiefgelaufen. Mhm. Und auf die Art und Weise hat zum Beispiel Google eben die Chinesen erwischt. Mhm. Und auch in anderen Ländern ist das zum Teil schon aufgefallen, dass Geheimdienste das genutzt haben, um unter anderem Oppositionsbewegungen, Oppositionspolitiker und Protestbewegungen auszuspionieren. Aber, aber das können nicht nur Google und Facebook und Co. machen, sondern jetzt gibt es eben auch ein System, wie du das machen kannst. Wie also Jan Keno seinem Server sagen kann, meine Zertifikate sehen immer so aus und der Server beim nächsten Besuch, wenn ich deinen Server besuche, sagt er mir, die Zertifikate von Jan Keno haben immer irgendwie diese PIN, nennt sich das. Und in Zukunft, wenn ich dann deine Seite besuche, wird der Browser darauf achten, dass das Zertifikat diesen Kriterien genügt und wenn nicht, schlägt er eben Alarm. Ah ja, sehr schön. Und du beschreibst in dem Artikel auch, wie ich als Seitenbetreiber das sozusagen einrichten kann. Wie du das einrichten kannst. Ich beschreibe ein bisschen, wie die Browser das machen, die Hintergründe, was da genau festgenagelt wird und also was da an Technik im Hintergrund ist und wie man das aktiv nutzen kann, wie die Fehlermeldungen aussehen, die man dabei unter Umständen bekommen würde und wie man testen kann, ob das auch tatsächlich aktiv ist. Darum geht es in meinem Artikel. Bloß nicht zu viel erzählen, weil ihr sollt ja das Heft kaufen. Ne? Könnt ihr auch online und in der App. Ja, das ist gut, das ist interessant. Ich habe auch eine Webseite, da werde ich mir das mal angucken und werde mal versuchen. Wie lange dauert das, würdest du sagen, wenn ich da jetzt... Weiß ich nicht, wenn du schon SSL hast, ginge das relativ schnell. Da kann man das in, ich weiß nicht, ich schätze mal... wirst wahrscheinlich eine halbe Stunde oder, naja, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde brauchen, die Artikel zu lesen. Und dann nochmal eine Viertelstunde, um das umzusetzen. Ah ja, okay, super. Also, nee, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ah ja, cool. Ja, das ist doch gut. Das ist doch sehr nutzwertig sozusagen. Vielen Dank. Urs, du hast ja auch, bei deinem Thema geht es ja auch um Sicherheit sozusagen. Das ist ja fast skandalös, was da passiert ist. Es geht um M-Tanz. Das sind ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da auf der richtigen Seite bin. Also wenn ich in meine Bank, wenn ich da eine Überweisung machen will, dann bekomme ich immer, muss ich mir immer so eine TAN zuschicken lassen per SMS. Das ist genau die, M-TAN. Ne? Genau. Mobile TAN, weil die ersetzt ja das bisherige TAN-Verfahren. Das allererste TAN-Verfahren war, ich habe eine Liste mit 100 TANs gekriegt, konnte mir dann eine raussuchen und konnte damit eine Überweisung gültig machen. Das war sehr leicht zu unterlaufen. Wenn ich irgendeine TAN hatte, konnte ich damit eine Überweisung machen. Also hat man die ITAN gemacht, man hat die durchnummeriert. ITAN, genau. Ja, dann war die und dann hat er gesagt, bitte die TAN Nummer 54. Da musste also jemand, der das angreifen wollte, nicht nur irgendeine TAN haben, sondern genau die richtige. Ist aber auch nicht wirklich sicher. Und dann ist man aufs M-TAN-Verfahren. Das ist aber auch schon mehrfach angegriffen worden. Das ist also jetzt nicht der erste Angriff aufs M-TAN-Verfahren, sondern es ist immer wieder passiert. Aber jetzt akut, darum geht es ja jetzt in der Sendung. Darüber hast du was online gemacht, dass M-TAN angegriffen worden ist. Ne? Ja, M-TAN ist angegriffen worden. Und zwar ging es diesmal auf einem ganz exotischen Weg. Die sind nämlich hingegangen und haben sich als Vertriebspartner, als Mobilfunkshop ausgegeben und haben darüber Ersatz- oder zwei SIM-Karten sich schicken lassen und damit dann die M-TANs abgefangen. Und das ist ein zweistufiges Verfahren. Die gehen erstmal hin und verschaffen sich beispielsweise beim Trojaner Zugriff auf die Konten. Die gucken quasi dem Anwender über die Schulter, wenn er sich einloggt und schauen dann, wo ist was zu holen. Und die Konten mit einem großen Verfügungsrahmen, da wo zum Beispiel noch ein Festgeldkonto dahinter ist, mit, was weiß ich, 50 oder 100.000 Euro, das auch übers Online-Banking verwaltet wird. Das wird dann gezielt angegriffen, dann schauen die, über welche Nummer geht das und dann versuchen sie eine Zweitkarte für die Nummer zu kriegen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Schadsoftware.
Ah ja, ein Trojaner auf dem Rechner. PC. Mhm. Okay. Ja. Und dann versuchen sie, eine SIM-Karte zu kriegen, denn mit diesem Passwort fürs Online-Banking und der SIM-Karte habe ich vollen Zugriff aufs Bankkonto, und zwar ohne jede Einschränkung. Ich kann jede Transaktion machen bis ans Limit, als ob ich der Besitzer wäre. Klar. Klar. Und die haben dann, mal angenommen, ich bin jetzt derjenige, der da angegriffen worden ist, dann sind die als Mobilfunkgeschäft, Shop, sind die an meinen Provider, sagen wir mal. Das war in dem Fall war es die Telekom und nur die Telekom. Die sind dann hingegangen und haben gesagt, wir sind ein Mobilfunkshop. Wir haben den Kunden, war bei uns, wir haben den Kunden so und so und der braucht eine neue Karte. Ach, und dann hat die Telekom die Karten rausgeschickt. Die haben das nicht geprüft, ist das wirklich der Mobilfunkshop? Und da war die Sicherheitslücke. Also es gab doch vor längerer Zeit schon mal ähnliche Angriffe, da haben sie sich tatsächlich als du ausgegeben und haben dann versucht, über die Hotline irgendwie eine andere Adresse. Die haben bei der Hotline angerufen und haben gesagt, ja, schicken Sie mir die SIM-Karte, und ach übrigens, ich bin nicht zu Hause, ich bin im Hotel. Und haben sich die dorthin schicken lassen. Wenn ich bei meinem Mobilfunkprovider anrufe, da habe ich immer so ein Kundenkennwort oder zumindest irgendwie, es gibt immer so eine Sicherheitsfrage oder so, oder? Ja, aber in dem Fall haben die das eben ausgehebelt. Diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, wir schicken die Karte nur noch nach Hause und wir verlangen immer ein Kundenkennwort, bevor wir eine Karte rausschicken und. Alle diese Maßnahmen sind ja erst eingeführt worden, nachdem das MTAN-Verfahren gehackt worden ist. Nee, gut, das Problem dabei ist auch, dass die Banken die Mobilfunkprovider so ein bisschen überrollt haben sozusagen, weil die Mobilfunkprovider auf einmal mit einer Verantwortung belastet wurden, nämlich der für dein Konto, der sie sich gar nicht so richtig bewusst waren. Weil die haben eigentlich ging es nur um deine SIM-Karte und telefonieren und SMS und sowas. Das Schlimmste, was passieren konnte, dass jemand über deine SIM-Karte zu viel telefoniert hat. Und daran war, an diesem Risikoszenario waren die Sicherheitsmechanismen sozusagen angepasst. Das merken die ja, die schauen ja, wird da zu viel telefoniert und da geht sofort die rote Lampe an und dann wird die SIM-Karte gesperrt. Nur, wenn jemand über eine 2-SIM-Karte sich SMS schicken lässt, geht beim Mobilfunkprovider keine rote Lampe an. Klar. Und das, aber ich müsste doch als sozusagen, ja, als Geschädigter, ich bekomme dann ja auch so eine SMS, ne? Oder? Weil das Fatale ist, wenn ich eine 2-SIM habe, dann geht die SMS nur noch an die 2-SIM. Ich kann es nur daran merken, dass ich eine SMS, die mir zugeschickt wird, nicht mehr kriege, weil die ja dann auf der 2-SIM landet. Aber es gibt nicht auch so gibt's auch so Partner-SIMs, wo sozusagen das doppelt verteilt wird? Die SMS gibt es nicht. Ne? Entweder es kann bei diesen ganzen 2-SIM-Verfahren kann immer nur eine SIM SMS empfangen. Ah ja, okay. Du kannst irgendwie bei manchen, es gab so Konzepte, dass du mehrere SIM-Karten für eine Telefonnummer haben konntest, musstest dich aber dann festlegen, welche der Karten die SMS bekommen. Genau. Ah ja, okay. Und das Erste, was die gemacht haben mit der 2-SIM-Karte, sie haben festgelegt, das ist die Karte für die SMS, ja, na klar. Sind ins Konto rein und haben in dem Moment, wo die Karte haben, brauchen die 2 Minuten, um das Konto leer zu räumen. Klar. Das geht dann ganz schnell. Und bis es der Geschädigte merkt, ist das Geld schon abgehoben. Das wird irgendwohin schnell überwiesen. Das frage ich ja immer, man muss ja, um ein Konto zu eröffnen, ich glaube, dass es auch zumindest EU-weit so ist, da musst du ja mindestens postident verfahren. Also du musst einen Pass oder dein Personal ausweisen. Du kannst nicht einfach ein anonymes Konto eröffnen. Ich nehme einen Obdachlosen, ich nehme irgendeine gescheiterte Existenz und sage, hier hast du 2000 Euro oder 1000 oder 500 und du machst ein Konto auf und gibst mir die Daten. Und dann gehen die hin und räumen das Konto leer und dann läuft der Erstattungsanspruch ins Leere, weil ich habe nur einen Strohmann. Naja, im Zweifel wird der Strohmann irgendwie verhaftet und der weiß aber von nichts. Der weiß von nichts. Der hat ein bisschen Geld gekriegt und dem war nicht klar, was da passiert ist. Solche Opfer werde ich immer finden. Außerdem gibt es da ja auch natürlich diese Masche, mach sehr schnell Geld mit deinem Konto, wo du eben für irgendeine angebliche Firma, da werden regelmäßig Beträge auf dein Konto überwiesen und du musst die dann irgendwie weiter transferieren, darfst aber 10% einbehalten. Ach krass. Und das geht dann halt eine Zeit lang gut, bis dann halt irgendwann die Polizei bei dir vor der Tür steht und dich hops nimmt und natürlich auch das ganze Geld irgendwie von dir zurückfordert. Aber weil das ist natürlich offensichtlich Betrug. Mhm. Du bist da Geldwäscher, Geldesel, klar. Money Mule. Ach, ja, klar, krass. Bloß das ganze, unser ganzes Zahlungssystem funktioniert ja nun nicht anonym, sondern es ist ja auch so, man hat jetzt die Strohmann-Konto von diesem Obdachlosen von mir aus, hat da das ganze Geld drauf
um da dann letztendlich was mitzumachen, muss ich das entweder abheben. Dann abheben im Bar oder per Western Union in ein anderes Land weiterschicken, wo die Verfolgung nicht ganz so gut funktioniert wie in Mitteleuropa. Mhm. Weil ich meine, abheben ist ja Geld auch, im schwarzen das wird Loch. Ja über, da habe ich ja relativ genau, habe ich ja zumindest, okay, ich kann mir natürlich irgendwie eine Strohmaske. Ja gut, aber ich habe ja Videoüberwachung an den Geldautomaten, oder? Ja, das macht möglicherweise auch noch der Strohmann in gutem Glauben. Stimmt. Ja, und es gibt also diverse Geldwaschmechanismen. Also wie gesagt, Western Union ins Ausland ist weg und dann kannst du auch irgendwie diverse Gutscheinkarten, die du dann mit dem Geld kaufen, die du dann irgendwie weiter verhökern kannst. Mhm. Und gibt da mittlerweile ziemlich viele ausgefeilte Techniken, wie man das eben so waschen kann, dass also eine Verfolgung bis zum endgültigen Empfänger sehr, sehr schwierig ist. Ja, krass. Ja gut, und man kann es natürlich, Bitcoins davon kaufen und dann ist es natürlich auch. Ja, wobei ich bin nicht ganz so davon so überzeugt, dass das tatsächlich anonym bleibt, oder? Ja, Bitcoins gibt es aber auch so Tumblr, wo du deine Bitcoins drauf tust und für einen gewissen Gebühr wird das dann irgendwie rumgeschüttelt und hier und da, damit es wirklich anonym ist. Wir sollten eher darüber sprechen, was passiert denn mit dem ausgeplünderten Bankkunden. Ja, genau. Und da ist es so, wenn der Bankkunde nichts falsch gemacht hat, wenn er einen aktuellen Virenscanner auf seinem PC hatte, das sollte man unbedingt haben. Schon allein dafür, um zu sagen, ich bin unschuldig, ich habe getan, was ich konnte, wenn er nicht grob fahrlässig war und trotzdem Opfer geworden ist, dann tritt in der Regel die Bank ein. Aber wenn ich... Aber ich meine, mit dieser SIM-Karte, da kann man ja nun gar nichts dafür. Nee, das eben. Also die können ja theoretisch auch meine SIM-Karte abgreifen, ohne vorher einen Trojaner auf meinem Rechner installiert zu haben. Das ist ja das funktioniert nicht. Nur mit der Kombi aus Bankzugangsdaten und der SIM-Karte kann ich das Konto leer räumen. Stimmt, ja, du hast recht. Ja, und an die Zugangsdaten komme ich eben über den Trojaner dran. Mhm. Würde da der, zumindest bei Windows-Nutzern vorinstallierte Windows Defender ausreichen vor Gericht? Oder bin ich nur dann nicht fahrlässig unterwegs, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mindestens, also einen kostenpflichtigen Virenscanner benutze? Wisst ihr das? Ja. Also nach meinem Kenntnisstand reicht da ein Virenscanner aus. Du bist nicht verpflichtet, da irgendwie besondere Qualitätsmaßstäbe noch zu erfüllen. Ja, vor allem die ändern sich ja auch immer. Und, also welcher Virenscanner jetzt gerade der beste ist. Also es ist eher umgekehrt. Also man muss dir irgendwie Fahrlässigkeit vorwerfen können. Und es ist tatsächlich schon fahrlässig, keinen Virenscanner installiert zu haben. Das ist schon mal ein Vorwurf, der nicht so leicht zu entkräften ist, wenn ich dann noch Sicherheitsupdates beispielsweise nicht gemacht habe oder so. Das wäre dann schon ein bisschen schlecht. Weil das ist eine Straftat. Das Erste, was da passiert, ist, dass der PC forensisch untersucht wird. Mhm. Gerade bei den hohen Schadenssummen. Ich meine, wenn es hier um, was weiß ich, 100.000 Euro geht, da geben die sich schon Mühe, um zu schauen, was da passiert ist und wie man solche Angriffe in Zukunft abwehren kann. Ah ja, klar. Ja, also du sagst erstmal Virenscanner installieren, also um sich davor zu schützen, Virenscanner installieren, aber diese SIM-Kartengeschichte. Das wobei, also letztlich liegt das Haftungsrisiko ziemlich eindeutig bei den Banken, nicht bei den Anwendern. Und wir hoffen mal, dass das auch so bleibt. Die Banken versuchen natürlich ihr Möglichstes, dieses Risiko auf die Anwender abzuschieben. Klar. Aber also bis jetzt waren die Gerichte, glaube ich, ziemlich einmütig der Meinung, dass solange der Anwender sich nicht massiv was zu Schulden kommen lässt, müssen die Banken einspringen. Insbesondere, weil die pushen das ja auch ganz massiv. Die wollen ja, dass du Online-Banking machst, weil sie ihre Filialen reduzieren wollen und dadurch Geld einsparen können. Und von daher sollen sie auch das damit verbundene Risiko gefälligst tragen. Vor allem sind die Banken die einzigen, die dieses Risiko wirklich beeinflussen können, nämlich in den Mitteln, die sie wählen, um diese Authentifizierung zu machen. So eine MTAN ist bequem, aber halt nicht besonders sicher, wie wir gesehen haben. Es gibt auch sicherere Wege, aber die sind teurer. Mhm. Das ist eins oder TAN-Generatoren sind auch relativ sicher. Wobei Sicherheit natürlich immer relativ ist. Wenn ich genug Aufwand reinstecke, kann ich letztlich jedes Sicherheitssystem irgendwann mal knacken, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist. Aber so TAN-Generatoren, die kosten halt auch wieder Geld und das muss die Bank oder der Kunde muss es bezahlen und
so ein M-TAN ist günstig, weil da kann ich vorhandene Hardware nutzen, nämlich mein Smartphone. Ja, es ist natürlich schon echt auch praktisch, weil ich dann auch Überweisungen machen kann, wenn ich gerade nicht zu Hause bin. Ne? Und also ich schleppe ja nicht diesen TAN-Generator die ganze Zeit mit mir mit, sondern kann dann auch im Ausland. Muss man wirklich in der Straßenbahn irgendwie eine Überweisung tätigen können? Nee, aber das ist, ich habe aber schon mal, wenn man irgendwie im Urlaub oder auf Dienstreise oder unterwegs ist, habe ich das schon ganz gut gefunden, wenn ich das machen konnte. Also ich muss gestehen, also ich finde das... Das ist so eine der, das ist irgendwie so eine der Sachen, wo ich mich gut damit abfinden kann, das nur zu Hause in Ruhe an meinem Rechner zu machen. Und das muss ich nicht unbedingt unterwegs machen. Also, Da muss ich widersprechen. Seit ich das mit einer, meine Bank hat eine App. Und seit ich das mit der App machen kann, früher habe ich gesagt, na, ich mache meine Überweisungen zu Hause. Und seit ich das überall machen kann, mache ich das auch überall. Das heißt, okay, ich habe mal irgendwo eine halbe Stunde Zeit, ich gucke mal schnell aufs Konto, sage, ups, ja, da muss ich das machen. Und dann mache ich das auch, da habe ich die Zeit dafür. Aber und dann mache ich das auch direkt am Mobiltelefon, sowohl die Überweisung als auch die Bestätigung, weil die Bank mir das ausdrücklich gestattet. Sie sagt, dadurch, dass das eine separate App ist, ist die Trennung der Kanäle gegeben. Das nämlich steht in den AGB drin. Machen Sie bloß nicht den Fehler bei einer M-TAN, dass Sie mit dem Mobilgerät, mit dem Sie die TAN empfangen, auch die Überweisung tätigen. Ah, okay, ja. Aber mit dieser App, die soll so sicher sein, sagt meine Bank, dass es damit geht. Sagt deine Bank. Die haftet ja auch. gerade gestern haben zwei Forscher von der Uni Erlangen gezeigt, wie sie das bei der Sparkasse aushebeln können. Die haben gezeigt, dass sie genau dieses Push-TAN-Verfahren mit den zwei getrennten Apps knacken konnten und da auch irgendwie mit einem Trojaner auf deinem Handy quasi Überweisungen umleiten konnten und den Betrag dabei auch noch ändern konnten. Also ich habe auch so eine App, die ich will jetzt die Bank nicht nennen, aber die ist richtig schlecht. Also da muss man wirklich sagen, die habe ich wieder deinstalliert, obwohl ich jetzt nicht so der Skeptiker bin, aber da habe ich wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt, weil man merkte wirklich diese Stümperhaftigkeit, die kam da überall raus. Also ganz stolz waren sie offenbar daraus, dass man durfte keine Screenshots machen. Also das hatten sie gesperrt bei Android, da wurde dann gesagt, ne? Aber alles andere war nicht gut und man hat ja so ein Gefühl, ich vertraue denen dann nicht. Trotzdem, was ich den großen Skandal finde, ist ja diese SIM-Kartengeschichte. Wie kann das denn sein, dass irgendein x-beliebiger Typ der Telekom sagen kann, hier schick mal SIM-Karte von Urs Mansmann? Ja, das hat die Telekom auch selber gesehen und hat das sofort abgestellt. Die haben dann aber noch eine Pressemitteilung rausgegeben, haben gesagt, naja, der eigentliche Grund für dieses Problem war, dass die Kundenrechner infiziert waren. Also das ist nicht so sehr unsere Schuld, sondern vielmehr die Schuld des Kunden. Ah, ja. Das fand ich dann PR-technisch auch ein bisschen ungeschickt. Ich meine, haben die denn Sachen, die sie von dem infizierten Rechner erbeutet haben, benutzt, um an die TAN zu kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? So wie die haben das benutzt, um Zugang aufs Konto zu kriegen. Das verstehe ich schon, aber haben sie zusätzliche Informationen, um sich bei der Telekom irgendwie zu... Ja, die Mobilfunknummer. Fängt ja schon mit dem Namen an, die Mobilfunknummer, also die Basis-Eckdaten. Möglicherweise noch weitere Daten. Die Mobilfunknummer sollten nicht ausreichen, um mir an eine beliebige Adresse eine SIM Adresse, zu lassen. Geburtsdatum. Aber also ich würde da tatsächlich irgendwie den schwarzen Peter nicht so sehr zu den Mobilfunkfirmen als zu den Banken schicken. Weil also die Mobilfunkfirmen, die hatten dieses Angriffsszenario, dass sich da professionelle Gangs, die also hochprofessionell arbeiten, dafür interessieren könnten mit einem ziemlichen Aufwand. Und da wird ja ein ziemlicher Aufwand, an solche Zweit-SIMs zu kommen. Dieses Angriffsszenario haben die Telekommunikationsfirmen einfach nicht so auf dem Schirm gehabt. Naja, aber schon seit ein paar Jahren. Weil es nicht darum ging, also die haben nicht als Geschäftsmodell irgendwie dein Konto abzusichern. Das ist die Aufgabe der Banken. Du, aber schon seit, ich sag mal, 5 Jahren nutzen ja schon ganz viele Services, SMS also auch diese Two-Stage Einlog-Sachen zum Beispiel von Google, die benutzen ja auch SMS. Oder? Nicht wirklich, nein. Das sind kryptografisch gesicherte Verfahren. Da steckt eine ganze Menge mehr. Aber es gibt so ein paar Sachen, bei denen du dich, wo sozusagen SMS so eine zusätzliche eingefädelte Sicherheitsauthentifizierung. Ja. Genau. Und das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und da würde ich schon sagen, dass das ein großes Risiko ist, wenn jemand meine SIM-Karte abgreift. Jein, das Problem ist, richtig riskant und gefährlich wird es dann, wenn es eben ein realistisches Szenario gibt, dass jemand damit Geld verdienen kann. Also ich meine,
irgendwo sich in deinen Zwei-Faktor gesicherten Facebook-Account einzuloggen, ist zwar irgendwie für jemanden ganz nett, der sich da irgendwie, der unbedingt deine Freunde kennenlernen will, aber so richtig Geld damit verdienen, also so in der 100.000 Euro ja, oder sowas. Ja, du kannst aber ja Menschen kaum sehr damit schaden. Ne? Ja, schaden, aber das bringt mir nichts. Also die Leute, die das machen, die wollen Geld verdienen, die machen das wegen Cash. Ganz klar, die Motivation ist. Also die beste Sicherheit ist, kein Geld auf dem Konto haben. An Energie, was die gar an kein Energie Konto haben. Kein Computer, kein Smartphone, kein Konto. Genau. Kein Geld auf dem Konto wird man schon mal nicht Ziel von dem Angriff. Weil hier sind wirklich Leute angegriffen worden, die viel Geld im Verfügungsrahmen hatten. Die entweder einen großen Disporahmen hatten, den sie nicht ausgeschöpft haben, und oder viel Geld auf Guthaben konnten. Das sind Angriffe, die ganz gezielt nur ganz bestimmte Leute treffen, die vorher rausgesucht worden sind. Die gucken in 100 Konten rein, nehmen die, wo das meiste Geld drauf liegt und versuchen die dann zu knacken. Die wollen die Welt eigentlich besser machen. Robin Hood. Nein. Genau. Ich hab solche Leute kennengelernt. Sozialismus ist da nicht im Spiel. Das glaube ich auch nicht. Aber okay, dann lass es am besten alle wieder in die Höhlen. Nein, das wollen wir noch nicht sagen. Aber ja, schützt eure Rechner. Das ist, glaube ich, das, was man da so zusammenfassend sagen kann. Benutzt SSL und guckt euch alle nochmal zurück in die Zukunft an, würde ich sagen. Ja, schön, dass ihr alle zugeguckt und zugehört und so habt. Und ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Das ist da eingeblendet, uplink@ct.de. Und ihr könnt uns folgen auf Facebook und ihr könnt uns schreiben im Heise-Forum und auf Facebook und auf Twitter und überall. Wir sehen euch, wir können uns euch überall sehen und hören und ja, wir freuen uns jedenfalls über euer Feedback und wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss. 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 In der Zukunft.